Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas. Und siehe da, wir bekommen einen Anruf und ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal ran, Leute. Hey, Carl, it's me, the truth. We got a date with Destiny, man, in about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Alter Flugzeugfriedhof, wo wir uns öfters rumtreiben? Welcher Ort soll das sein? Was redest du da? Wo bist du nur? Ich komme einfach nicht drauf, Leute. Der scheint ein bisschen senil zu werden, der alte Mann. Oder er ist wieder auf irgendeinem Trip. Was ich auf jeden Fall sehen kann, ist dort vorne diese rote Markierung. Und ja, wir werden in der heutigen Folge mal wieder mit der Story weitermachen. In der letzten Folge hatten wir ja auch schon eine Story-Mission hier gestartet, die nannte sich Black Project und da sollten wir in das Area 69 Gebiet eindringen und das haben wir auch gemacht und wir haben das Black Project gestohlen, das Jetpack und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Auf geht's, Leute. Green Goo. Damn, where is this fool? Oh shit! Hey man, look out! Oh. The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh! You don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Fliegt das Jetpack zum Zug und stehle das, was sie hüten, wie ihren Augapfel. Okay. Ja, wir wissen es noch nicht. Und er weiß es vor allem noch nicht, aber er wird es halt wissen, wenn wir es ihm bringen. Also, gar nicht mal so falsch, seine Aussage. Er ist einfach die Wahrheit. Das kann man nicht leugnen. Naja, ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal mit unserem tollen Jetpack zu diesem Zug dahin. Jetzt können wir schon wieder Jetpack fliegen. Haben wir in der letzten Folge ja auch schon getan, aber nicht sonderlich lange. Wir sind einfach nur von der Area 69 Basis zu The Truth geflogen und haben ihm das Jetpack überreicht. So ganz gut fliegen kann er damit anscheinend noch nicht, aber das kann ja alles noch werden. Es kann ja noch werden. Dafür machen wir das jetzt einfach ein bisschen besser. Ja, wir müssen einfach nur das stehlen, was sie hüten wie ihren Augapfel. Mal gucken, was das sein wird. Was hütet man wie seinen Augapfel? Finden wir es doch einfach mal heraus, Leute. Zerschieße die Kisten, um den Behälter mit dem grünen Glibber zu finden. Grüner Glibber? Mal gucken, da sind sie auf jeden Fall. Fangen die jetzt schon an zu schießen? Das finde ich jetzt aber nicht gerecht. So, Leute. Okay, das wird jetzt lustig. Da ist auch ein Panzer. Den würde ich viel lieber stehlen, wenn ich ehrlich bin. So, CCT-37PLR. Was heißt das? Finden wir es auch raus. Zack! Nimm das. Oh, da ist noch einer. Oh, oh, oh. Oh, der ist auch erledigt. Perfekt. Was haben wir da drinnen? Die Kiste ist leer. Versuch's mit einer anderen. Es war nur ein Prank, Leute. Die haben mir extra ein paar mehr Kisten aufgestellt, damit wir uns jetzt hier ärgern. Was ein geiler Prank. So. Damit kommt ihr aber nicht davon. Ich mach euch alle! So, was haben wir da drinnen? Ach, das ist schon die Kiste. Ach nee, das ist die Kiste. Nee, wo ist die Kiste? So, jetzt kann ich hier aber nicht so, ja. Hallo, ich muss hier auch mal dran vorbei. Hoppala. Ist gar nicht so. Na, ich muss mich einfach nur besser anstellen. Nur leider hat diese Mikro-SMW nicht so eine gute Reichweite. Leute, ich muss auch mal wieder an euch rankommen. Sonst wird das hier nichts. Die Kiste ist, hat der gerade seinen Kollegen erschossen? Also, da sollte mir das ja nicht so einfach. Ne, hat er nicht.
nehme alles zurück. Oh, gar nicht so leicht, die zu erwischen. Aber unsere Maschinenpistolen-Skills steigen. Das ist doch perfekt. Weil leider kann ich mich nicht hinhocken. Mit dem Jetpack auf dem Rücken. Schade. Aber es muss auch so gehen. Okay. Was haben wir da drin, ne? Das ist die richtige. Schnapp den Behälter mit dem grünen Glibber. Meine Fresse, sieht das geil aus. Wieso scheint das da so grün? Vor allem, was ist denn das? Und vor allem ist da oben immer noch einer. Du hast den Behälter mit dem grünen Glibber. Bring ihn zu The Truth. Was will The Truth mit einem Behälter voller Kotze? Oder ist das dieser komische Slimy Slime? Kennt ihr diesen Slimy Slime, der immer komische Geräusche gemacht hat, wenn man da reingedrückt hat und der so komisch gerochen hat? Diese komische Spielknete, die aussehen sollte wie Kotze? Das fand ich früher ziemlich cool. So, ich würde sagen, Endstation, oder? Und der Panzer ist hier einfach. Hier ist einfach ein verdammter Panzer. Und wir müssen ihn jetzt einfach davonziehen lassen. Mach's gut, Panzer. Oder wir trainieren noch ein bisschen unseren Maschinenpistolen-Skill. Mein, der Panzer hält einiges aus. So, mal wieder runtergehen. Wie viel brauchen wir noch? Ja, ich meine, das kann man ja machen, ne? Und das Skill steigert sich die ganze Zeit. Bleibt der jetzt irgendwann stehen hier, der Zug, oder was ist damit los? Der fährt gerade ganz schön langsam. Steigert der sich auch irgendwann nochmal? Ich glaube, das ist gar kein richtiges Fahrzeug. Also das zählt gar nicht als Fahrzeug. Normalerweise müsste der hier richtig... Müssten wir richtig skillen. Aber irgendwie nicht. Hallo! Hallo! Wie die uns verfolgen wollen. Als hätten die eine Chance. Mit unserem Jetpack sind wir so wie Superman. Wir fliegen einfach durch die Lüfte. Keiner kann uns aufhalten. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Und vor allem, hoffentlich ist da vorne kein Sperrgebiet. Sonst sind wir richtig am Arsch. Wenn ich das mal so sagen darf. Das wäre ganz schön uncool. Naja. Zumindest haben wir den grünen Glibberschleim. Da kann sich The Truth gerne dran vergnügen. Ich will gar nicht wissen, woran er sich noch vergnügt. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, da sind wir am alten Flugplatz wieder. So, jetzt geben wir ihm den grünen Glibber und dann ist es vorbei, oder was? Na, das ist ja sehr, ja, das war ja nicht so doll, oder? Aber es war ganz schön cool, mit dem Jetpack zu schießen und so, das ist schon cool. Das hat was. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Unternehmen erworben. Okay. Dieses Objekt generiert ab jetzt Einkünfte von bis zu $10,000. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Und nochmal 20.000 obendrauf. Das ist aber großzügig. Und jetzt haben wir hier unser Jetpack stehen. Endlich ist der Zeitpunkt gekommen. Und ihr wisst, was das heißt, Leute. Ich dachte eigentlich schon nach der Mission Black Project, ja, ist das Jetpack hier abholbar. Aber nein, nach der Mission Green Goo kann man das Jetpack hier abholen. Und das heißt, wir können jetzt tatsächlich die Hufeisen machen und alles Mögliche. Wir können durch die Lüfte fliegen und wir können durch die Lüfte fliegen und wir können durch die Lüfte fliegen. So viele tolle Dinge kann man mit diesem Jetpack machen. Ich sammle das einfach mal ein. Wuhu! So, Leute. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel vor in dieser Folge, weil, naja... Wir haben jetzt keine Hauptmission hier vorne mehr zu machen. Nein, ich wollte das absetzen. So. Wir haben nicht mehr so viele Hauptmissionen jetzt irgendwie hier zu tun. Also gar keine mehr hier auf dem Flugplatz. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich rüber zum Casino, um da weiterzumachen. Aber ich möchte noch gar nicht beim Casino weitermachen, denn
Es gibt noch einige Nebenmissionen, die ich noch zuvor machen möchte. Unter anderem auch die Hufeisen. Und noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel, ich möchte noch ins Stadion gehen. Ne, das kommt auf jeden Fall noch. Und ja, was möchte ich eigentlich noch machen? Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal durchs Sperrgebiet aus Just for Fun. Ich habe eh gespeichert. Gucken wir mal, ob die uns diesmal erwischen. Beim letzten Mal waren wir bei Black Project. Da haben wir die Raketen ausgeschaltet. So konnten wir ja nicht mehr, ja, getroffen werden, weil die ja deaktiviert waren. Jetzt sind die allerdings aktiviert und ich bin gespannt, was hier so passieren wird. Versuchen wir uns doch einfach mal einen Panzer zu stehlen mit diesen Raketen. Bin gespannt, ob die uns überhaupt treffen. Wie die reagieren hier. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Heilige Scheiße. Oh shit. Das war böse. Jetzt haben die uns erwischt und wir haben 5 Sterne, Mann. 5 Sterne. Wo ist der Panzer? Ich habe den doch eben hier gesehen. Ich glaube, die kann man sogar zerschießen, oder? Ich glaube, die kann man sogar kaputt machen. Müsste gehen. Machen wir die mal eben kaputt, nicht, dass die uns nochmal abfetzen. Hallo? Gehen die kaputt? Ich probiere es mal aus. Eigentlich müssen die kaputt gehen. Bäm! Ha, schon haben wir es ausgeschaltet. Und hier sind 2 Panzer. Ein schöner Heli. Ein Barracks. Aber ich nehme mal den. Ich nehme mal den Panzer. Na, ist natürlich ziemlich einfach, mit dem Jetpack hier reinzugehen. Und schon haben wir einen Panzer. Hua! Mein Gott, ist der stark. Hua! Boom! Und da sind sie. Kommen die hier überhaupt irgendwie rein? Ach, hier vorne. Dann durchdringen wir den noch einfach mal. Dann sind wir frei. Fangt uns doch, fangt uns doch. Oh mein Gott, 3 Autos gegen einen Panzer. Merkt ihr es eigentlich noch? Schade, dass das nicht wie in Vice City oder so ist, dass ein Kontakt reicht, um die Autos zum Explodieren zu bringen. Das ist hier leider nicht so. Aber man kann die natürlich immer noch kaputt schießen. Das geht alles noch hier. Ja, jetzt haben wir einfach mal einen Panzer gestohlen. Und so wirklich viel, wirklich sehr gewehrt haben die sich nicht. Da muss eigentlich mal ein bisschen mehr kommen, Leute. So, den bringe ich jetzt auf jeden Fall noch irgendwo hin. Ich würde sagen, den bringe ich einfach zum Flugplatz. Aber dann nehme ich euch gar nicht mehr mit, Leute. Mehr habe ich gar nicht mehr zu tun. Wie gesagt, die nächsten Folgen werden jetzt erstmal ein paar Nebenmissionen sein. Mit welcher ich anfange, das werde ich jetzt noch nicht sagen. Da möchte ich mich einfach spontan entscheiden. Lasst euch einfach überraschen. Und wenn wir das dann irgendwann geschafft haben, dann gehen wir natürlich auch noch zum Casino und machen da mit der Story weiter. Und dann machen wir auch mal ein paar Story-Folgen hintereinander, damit da auch mal so ein bisschen was entstehen kann. Sonst wird man da immer wieder rausgerissen aus der Geschichte. Weil man halt zu viele Nebenmissionen macht und dann kehrt man wieder zurück zur Story. Und dann weiß man gar nicht mehr, was habe ich eigentlich beim letzten Mal in der Story gemacht. Und so ziehen wir das jetzt einfach durch. Und ich weiß gar nicht, wie viel der Panzer hier aushält. Ich glaube, der hält gar nicht so viel aus, oder? Also nicht mehr so viel wie früher habe ich das. Ich weiß es aber nicht. Naja, eigentlich wollte ich euch nicht mehr mitnehmen. Jetzt ist es sowieso schon zu spät. Jetzt sind wir schon fast da. Hua! Hua! So, hier müssten wir den noch irgendwo unterstellen können. Ey, Leute! Ganz ruhig, Leute! Macht doch nicht so einen Stress hier. Hui. Komm, öffne dich. Ich will den Panzer reinstellen. So, dann haben wir schon mal einen schönen Panzer hier drin. Wollte ich schon immer mal besitzen. Vielleicht brauchen wir den ja irgendwann mal. In irgendeiner Mission. Muss ich mir noch überlegen, was ich mit dem mache. Auf jeden Fall möchte ich ihn erstmal nur besitzen. Und das habe ich jetzt. Okay, Leute. Oh, gratis Waffen. Geil. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng. Schwing.